Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. Ich will da ein Kerbal Space Program sagen, aber es ist Voxel Tycoon. In der letzten Folge haben wir noch ein bisschen hier rumgebastelt. Vor allem das Größte, was wir gemacht haben, ist hier hinten diese Linie an Möbeln zu erstellen, damit wir jetzt Möbel verkaufen können. Und wir haben noch ein bisschen geforscht, aber wir haben keinen Technologiebaum, also das haben wir gerade erforscht. Kann ich es nochmal rausfinden? Ich weiß es nicht, ob ich dafür schlau genug bin. Das ist schwer zu wissen. Ich habe Eisenverhüttung und irgendwas 2 freigeschaltet. Bergbau 2, das haben wir freigeschaltet für Sand. Was wir jetzt in der Zukunft brauchen, bedeutet, wir brauchen hier irgendwo dann einen Platz, vielleicht hier sogar, der nur dedicated ist zum Erforschen, wo wirklich alles Mögliche gelagert werden kann, abgeliefert werden kann, und dann brauchen wir halt einen Zug, der wirklich für alles zuständig ist, einmal überall hinfährt und dann zurückkommt, glaube ich. Das wäre gleich dann so das Schlauste. Dass er halt wirklich alle Möbel besorgt, immer wieder auffüllt und dass wir halt wirklich einen zentralen Punkt haben, wo das geht. Und da kommt außerdem unser neuer Zug jetzt daher, der für Holz und Möbel jetzt verantwortlich ist. Relativ klein wieder, aber er muss auf einen Bahnhof passen, der beschränkt ist. Aber er scheint voll zu sein, glaube ich. Ja, bedeutet, wir liefern jetzt die ersten Möbel heute aus. Mega geil. Hier kommt der Möbeltransport. Und abzweigen und darauf. Ah, nee, warte mal. Oh ja, die Möbel, warte mal. Für die Möbel brauchen wir noch einen Lagerpunkt. Ah, vergessen. Die bauen ja ein Lagerhaus. Lagerhaus ein kleines. Möbel. Fährt er die jetzt mit rum oder was? Oh, scheiße. Und dafür hätte ich gerne ein neues Lager. Wir bräuchten mal hier auch ein neues. Wir bauen jetzt hier mal um, weil das ist ja langsam echt nicht mehr tragbar. Diese Häuser stehen hier in einem Produktionsgebiet. Was soll denn das? Die wird täglich umgebaut und die stellen sich dahin. Ich glaub's ja kaum. So, wir brauchen jetzt hier Terminals. Weil hier, das Ding ist immer bummvoll. Aber wir haben hier irgendeinen, der fährt da unten noch mit Brettern rum, glaube ich, ne? Geh mal ins Depot, bitte. Dich brauchen wir aktuell nicht. Du wirst aktuell nicht benötigt. Weil für Möbel brauchen wir gleich einen anderen, oder? Möbel, glaube ich, brauchen einen anderen Wagen. Möbel, ja. Dann müssen wir schauen, wo ist denn der... Oh Gott, denn natürlich ist der Möbelladen woanders. Die können sich auch nicht so platzieren, dass man irgendwo in der Nähe was machen kann. Halt hinzufügen. Laden. Halt hinzufügen. Entladen. Und wir haben Stau, oder was? Ah nee, ich habe gepausiert. Nee, wir haben Stau. Du über sie auch bitte mal. Oh, nee. Oder. Stopp! Hab vergessen, das war ein Kohletransport. Der Zug war teuer! Mann! Das war sogar ein wirklich teurer Zug. Ich glaub's nicht. Kann ich nicht hier irgendwie sagen, okay, ich will den. Warum kann hier nicht zum Beispiel sagen, hey, ich hätte den gern nochmal. Genauso in der Config. Wie viele Wagen hatten der? 8 Stück. Will entfernen. Oh Gott, das war doch ein Kohlewagen. Ja, okay. Ich brauche eine Hochleistungsmaschine mit 8 Waggons. Ich markiere jetzt beide und dupliziere die. Holz. Holz, Holz, Holz. Pff,
das war echt ein teurer Unfall. Jetzt kommt nochmal ein Klassiko im Einsatz mit aber neuem. Ich glaube, wir hatten noch gar keinen neuen Kohlehänger dran, oder? Auf jeden Fall wird der jetzt mal ein bisschen länger auch. Oh, das ist falsch. Das ist falsch. Falsch, 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 falsch. Löschen. 80 Meter, mindestens 100 muss er haben. So. Kaufen. So, warte mal. Kohle haben wir hier geschürft, oder? Moment, aber wo fährt dieser Kohletransporter hin? Ah, nee, der zieht auch von hier, glaube ich, ne? Können wir nicht rein theoretisch von der Kohleproduktion Zwischenlager machen und dahin bringen? Geht das nicht? Also brauchen wir für dich eine Halteroute hier laden. Ich glaube, dass du die Kohle dann halt drüben brauchst, ne? Und hier entladen. Okay. Du bist ready. Du, mein Freund, musst hier laden. Und hier unten entladen. Okay. Let's go. Gott, das war wieder so typisch ich. Im Prinzip funktioniert ja alles ganz okay. Aber ich hab's wieder verkackt. Jetzt müsste das Lager aber hier auch... Ja, Möbel lagern, geil. Das ist natürlich schon mal ein Anfang. Jetzt steht natürlich dann Bus. Unsere Busverbindung. Und macht 6000. Das ist eine feine Sache. Eine feine Sache. Wir haben in letzter Zeit viel Minus gemacht. Oh. Aber wir können maximal einen Kredit von 1,7 Millionen aufnehmen, wenn Notfälle auftauchen würden. Was ich gerne machen würde, wäre das hier abschneiden bitte und dann hier größere Kurven einbauen. Dann sollte der Geradeausverkehr auf jeden Fall auch nicht die Abzweigungen zerstören. Was wir hier noch verbauen... Alter, das, ich hasse es. Sind neue Signale... Das ist ein eigener Abschnitt, dann können die nicht hier von A nach B fahren. Besser. Wo fährst du hin? Oh, dich habe ich nicht. Obwohl, ist ja gar nicht schlecht. Dann tut er eine Kombination rausmachen und liefert beide. Das ist ja auch nicht schlecht. Dann kriegen beide eine gute Lieferung. Würde ich mal sagen. Hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Ja, das schaut doch gar nicht schlecht aus. Somit kriegen wir gute Lieferung. Die haben hier auch Bretterproduktion, genau. Hier war ja auch was. Das ist ja auch eine fette Stadt mittlerweile, schon mit 2500 Einwohnern. Und auch noch wachsen, das ist ja das Schreckliche. Das wächst ja alles noch. Hier wäre auch nochmal eine Stadt, die wir mit... Ah, Kupfer. Kupfererz, da wäre Kupfererz. Sollen wir mal gucken, haben wir überhaupt irgendwo Kupfererz, das wir rein theoretisch schon abbauen könnten? Nee, wir haben noch nicht mal Sand. Selbst wenn ich Sand abbauen wollen würde, wo soll ich denn das zur Hölle herkriegen? Irgendwo muss doch hier Sand... Wer hat hier den Sand? Ressourcensand, okay. Nachfrage Eisen. Das würde ich sogar hinkriegen. Dann machen wir dann hier noch eine, Alter. Abzweigung hinter Abzweigung hinter Abzweigung. Ja, nach Regionsfreischaltung. Ihr seid funny. Was ist das denn? Eine Vakuumröhre. Stahlbarren. Kann ich... Jetzt steht wieder alles... Kann ich rein theoretisch Stahlbarren schon produzieren? Und wenn ja, was kostet mich der Scheiß?
Eine Presse wahrscheinlich, oder? Erstmal das. Nee, das macht aus Eisenplatten, aus Eisenbarren, Eisenplatten und Eisenteile. Und dann schauen wir mal bei der Verarbeitung von Legierungsschmelzungen. Da kann ich Stahlbarren machen aus Kohle und den Eisenbarren. Mit rein theoretisch könnte ich schon produzieren. Was ich aber gerne machen würde, einfach weil es funny ist und wir hier überall jetzt Produktionen stehen haben. Alles lokalisieren auf einen Spot. Und ich habe einen guten Platz gefunden. Und hier wirklich mal fett aufbauen. Richtig fett. Jede Ressource kriegt einen eigenen Parkplatz bei den Bahnhöfen. Was, Winterberg? Oh, es wurde eine Stadt. Lol. Gratulation, meine Freunde. Gratulation. Ihr seid offiziell jetzt eine Stadt geworden. Das ist prima. Und dann halt einen Bahnhof bauen, einen fetten, einen großen, fetten Bahnhof, wo alles abgeliefert werden kann oder wo halt die Endprodukte alles anliegen. Und halt schauen, dass man dann wirklich einen Durchsatz hat, dass man eine Seite raus, andere Seite wieder rein. Ich glaube, das würde uns viel Zeit sparen. Vor allem können wir da auch dann unser Forschungslabor mit einbauen. Bedeutet, wir bauen hier um. Und das wird teuer. Und das ist jetzt vielleicht die bescheuertste Idee, die ich jemals hatte, aber wir brauchen hier wirklich. Wir brauchen hier Flächen. Sieht man schon, das werden. Wenn wir hier zum Beispiel jetzt den Ladebahnhof hinbauen würden. Ich mag jetzt nur mal die Dimension circa abschätzen. Alter, wir haben nicht mal mehr dafür Geld. Wir haben 1,3 Millionen gerade nur zum Planieren ausgegeben. Aber wenn wir das hier alles umbauen würden. Hier zum Beispiel Abfahrt drauf machen. Abfahrt per Überleitung und Auffahrten wieder bauen. Verteilen alles, das wäre bestimmt ganz cool. Oder wenn wir es so machen. Schauen wir mal, Bahnhof, 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 Bahnhof sind hier. Stationen. Wäre natürlich ein Güterbahnhof. Ein achtspuriger. Und so groß wie es geht. Also wirklich Maximum. 52. Das wäre der Bahnhof. Muss natürlich ein bisschen weiter hinter, weil da müssen natürlich auch unterirdisch noch notfalls Transport leisten und alles verlegt werden. Oder wir stellen den halt wirklich hier hin so. Und von da aus geht dann alles in Produktionen, in Leitungen, in weiß der Kuckuck was alles. Alles, was wir brauchen, wird dann da verarbeitet. Und so sollten wir dann auch auf jeden Fall eine gute Leistung herbringen können. Bloß dafür brauchen wir massig, massig Geld. Dann können wir sowas auch produzieren und wir nehmen halt dann Züge, die halt an bestimmte Punkte anfahren. Außerhalb und dann gibt es dann riesige Güterbahnhöfe auch, wo dann die ganzen LKWs das verteilen. Ist uncool. Vor allem das will ich dann wegkriegen. Ich will so viel einfach wegkriegen, was aktuell Probleme baut, wie das jetzt jedes Mal wieder. So, jetzt hat er sich hier wieder aufgelöst. Aber wenn wir das halt wirklich, wirklich hier zubauen könnten, wäre das die größte Produktionsanlage wahrscheinlich in Voxels Tycoon jemals. Aber damit spart man sich halt wirklich, überall so kleine Sachen zu machen. Man baut halt eine große, fette Anlage. Wie jetzt zum Beispiel hier hinten die Möbelanlage. Die könnten wir jetzt rein theoretisch ausbauen. Dann halt alles, was wir brauchen, um woanders zu produzieren, ziehen wir von hier ab und fahren nach hier unten auch. Um die Verteilerräume aufzuteilen. Aber jetzt geht der Preis ja schon wieder nach oben. Aber wie viel kostet denn so eine riesigen 700.000 nur? Ich habe den teurer erwartet. Aber wenn wir sagen, okay, man tut hier einen hin platzieren und hier vielleicht noch drüben einen, dann wird's teuer. Dann wird's teuer. Aber wir müssen eh erst planieren. Also das wird ja eh eine lange Baustelle. Ich will bis hierhin vorplanieren. Am besten noch nach hier hinten und hier wirklich dieses komplette Valley ausnutzen. Das wird fett. Das wird richtig fett.
Weil zum Beispiel ist es schön, dass wir drin alles produzieren, natürlich und lokal das machen, aber. Wir könnten auch rein theoretisch schon Stahlbahn produzieren, ne? Es ginge rein theoretisch. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel abreißen, außenrum, dann noch. Ja, wir haben ja auch fast keine Kohle mehr da, oder? Doch, Kohlelager ist noch groß genug. Warum habe ich hier echt zwei? Ich weiß es nicht. Wir können mal das währenddessen einfach am Leben behalten. Wir verhindern die Insolvenz so lange, bis wir soweit sind. Dann können wir ja da anfangen. Haben wir dann in der Nähe irgendwo eine Ablieferstelle, wo wir rein theoretisch hinfahren können? Natürlich nicht. Wir haben die hier oben. Die könnten wir umplatzieren. Ist natürlich scheiß viel Arbeit, aber. Wird immerhin funktionieren. Oh nee, jetzt staut sich schon wieder. Katastrophe. Und wie gesagt, das ist alles, so schön wie es ist, aber deswegen muss alles irgendwann wieder weg. Alles weg. Wenn wir alles ein bisschen zentraler an einer Stelle machen, wie hier zum Beispiel, können wir ja wirklich ausbauen ohne Ende. Und wenn wir Lagerpunkte dazwischen machen, können wir wahrscheinlich auch die ganze Produktion verteilen. Aber ich will alles lokaler an einer Stelle machen. So ein riesen fetten Produktionsgebiet. Weil dann hat man es auch einfacher für die Versorgung. Man weiß, von wo aus man Schienen legen muss und wohin und wie weit. Ich glaube, das kann einem viel Zeit sparen. So, Leute. Aber das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.